Paco leichtes Gepäck, ich mittleres Gepäck, der Badger, Zwei-Zimmer-Wohnung, Küche, Diele, Bad. Bei Strafe verboten? Bitte? Hierher. Oder so. Okay. Dann liegt der Gürtel drüber oder drunter her, den sonst, oder was? Ist hier drunter her? Bin ich drunter her? Aufrecht! Erster Zwischenstopp. Der Hintergrund hier sieht aus wie ein Windows-Bildschirmschoner. Der Badger liegt mit 200 Kilo Gepäck auf dem Arsch. Paco schöpft neue Energie. Und jetzt gibt es einen kleinen Rundblick über die weiten Felder und Auen und Jäger. Immobilien. Äußerst schön hier. Ah, das schmeckt nicht. Hast du gepupst? Noch nicht. Ich hab meine Sonnenbrille im Auto verliehen. Ich muss noch mal zurück. Obwohl, eigentlich könntest du mir das eben holen, Paco, oder? Ja, sicher. Mach doch mal schnell. Sicher. Was? Du hast doch die kürzesten Beine. Nein, ich brauch nicht runter. Ich hab meinen Senf hier oben. Was? Ich hab Senf dabei. Halt! Bleiben Sie stehen! Senf. Ich hab meinen Senf dabei. Ja, ja, du gibst deinen Senf immer dabei. Unglaublich. Guck mal, wo der Boss hingeht. Hast du mir jemand eilig, was? Unser Badger. Badger. Erst wenn das Licht angeht. Ja.
wollen uns jetzt gleich einen Kaffee machen. Wir haben auch schon einen Hobo-Ersatz gefunden. Kann man nicht so gut sehen. Ein Tempo. Schwammig, schwammig. Ballsau jetzt ist das. Starte ich nicht. Sag mal bitte. Mach mal hier. Paco? Jo. Ja, sicher. Ich glaube auch nicht, dass da einer hochkommt. Wir haben ja eine Axt dabei. Wow. Gibt's Karnickel, Fangschlaf ist Ruhe. Sogar steil ist Paco. Scheiße. Ja, aber mein, siehst du, er filmt mich, weil er weiß, ich leg mich wieder auf die Fresse. Ja. Muss mal wieder so quietschen. Ja, was gemacht jetzt? Aber wie jetzt, wenn du in der Hände gewürzt hättest. War wohl nicht. Aber du hast aber auch deine Mütze nicht aufgehabt heute. Genau. Und dein Quietscheentchen nicht dabei. Hier sieht es aber lustig aus. Ja. Ich weiß, Mopedfahrer hier. Okay. Was ist denn das? Oh, pack die nicht an, die Dinger. Ja, trotzdem. Das ist echt riesig groß. Wie verätzt die Hände? Alles verätzt dir das Ding.
Ja? Ja, und dann mit Einwirkung von Sonnenlicht wird das noch ekliger. Der guckt ja schon, der Typ. Ja, das soll politisch korrekt rüberkommen in meinen Videos. Die Arschlöcher gibt es sogar im Wald. Gemacht. Och jalla! Was ey, fehlt? Weißt du? S-E-M-P-F, Senf! Ja! Also hier. Damit her. Da Senf drauf. Ist das sicher? Was für ein Metzger? Das ist aber eine Chaosstulle, mein Freund. Ja, aber ganz schön viel Fleisch jetzt drauf. Das stimmt allerdings. Das ist so. Nicht dick, aber dementsprechend viel. Wie dein Penis, wa? Aber nicht dick, aber dafür schön kurz. Ach Mann. So, jetzt endlich. Danke. Bitte. Danke. Bitte Senf. Guten Appetit. Oh,
mir nachjucken. Okay. Ich gehe hier die Rinde runter. Boah. Das ist ganz wenig da. Da unten. Nein, steiler. Da. Nein. Ja. Da. Da. Dann sollen wir jetzt erst in die Richtung gehen, um dann wieder in die Richtung zu gehen, Paco. Wo ist denn da? Da steht das Auto. So Jungs, das war wieder eine neue Folge von The Walking Dead und jetzt verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Mitmarschieren. Glück auf. Ciao. Ja, voll geil.